Hallöle und guten Tag, hat er gesagt. Und willkommen zurück zum Mist. Staffel 2 steht an, weil wir hatten ein großes Update. Also nicht wir, sondern das Spiel selber. Und es gibt so ein paar Erneuerungen. Und die wollen wir mal uns angucken. Beziehungsweise einfach mal von vorne. Letzte Staffel war ja so, die war ja mehr oder weniger durch Fehler vom Spiel und wenig Content ausgeprägt gewesen. Jetzt sind wir wieder vollkommen neu dabei. Und das kennen wir ja noch. Mit den ganzen, ich glaube, hier jetzt haben wir auch anderes Wetter, also mehr Wetter ist dazu gekommen und so weiter und so fort. Ich denke mal, ganz, ganz viele Sachen. Und ich glaube, erstmal muss ich hier dieses Motion Blue runter machen. Hier sehen wir noch alles. Oder geht das? Ich weiß nicht, das ist mir ein bisschen zu sensibel, das Ganze. Controls, kann man das noch ein bisschen runter machen? Und dann Displays. Aha, das am besten aus. Genau. Ah ja. Ja, gefällt mir schon besser. So, und dann gucken wir hier mal rein. Mondslot. Okay, bei B können wir öffnen. Was haben wir denn hier drinne? Ich weiß natürlich jetzt nicht so, was hier alles drin ist. Loot all. Wir nehmen erstmal alles mit, ist klar. Also, und die haben auch neue Area hier. Also die haben hier einiges dazugepackt. Na, da müssen wir uns erstmal wieder so ein bisschen, ja, zurechtfinden. Mal wieder ein bisschen einfinden. Gegner soll es auch neue geben. Raubtiere, ich weiß nicht alles, was es hier so gibt, ne? Aber auf jeden Fall neue Gegner. Von den Tieren weiß ich jetzt nicht so. Man kann hier so ein bisschen was hinbauen auf dem Auto. Also die haben hier schon ein bisschen dazu gedichtet. Was uns natürlich sehr, sehr freut, weil wir haben natürlich auch Bock da drauf. Hier können wir irgendwas draufstellen, glaube ich. Und so weiter und so fort. Wir gucken mal vorne rein. Hier ist, ja, ist hier wirklich was drin? Ist das hier neu? Ne, okay. So Steine und sowas. Ich wollte eigentlich gar nicht so viel am Anfang weit latschen. Ah, ich will natürlich auch jetzt nicht irgendwo beim Gegner reinlatschen. Deswegen. Na, wenn das jetzt hier gleich Gegner sind, dann freuen wir uns doch. Gucken uns das mal von ein bisschen weiter hinten an. Also bewegen tut sich da nichts. Würde es cool finden, wenn es hier keine Gegner sind. Heute nehme ich mir nämlich dann gleich das Plätzchen hier. Sieht mir für mich jetzt ziemlich cool aus. Ja, und wir können. Also wir haben auch dann noch so Hinweise, wie da unten es wird heiß. Wir haben Gewichtsanzeige, was ein bisschen neu ist. Und einiges, was wir bauen können, ne? Auch so irgendwie mit so einem. Ich habe mir den Trailer nur so ein bisschen angeguckt, also schnell überflogen, ne? Wir könnten auch so einen Kanister bauen. Und mit dem wir Wasser dann machen können. Irgendwie auch mit einer Schlauchverbindung. Also es gibt hier einige Überraschungen, mit denen wir dann uns ja, vermehrt auseinandersetzen werden. Ein bisschen so freut. Hoffentlich ist es nicht ganz so viel. Hoffentlich kann ich da auch gut reinwachsen. Ich habe ja da manchmal so meine Probleme. Nur manchmal, nicht immer. Guck mal, jetzt zeigt er an von unten, der burnt anscheinend so doll, dass ich schwierig setze, wie das anders werden könnte. Obwohl das vom Laufen sich so anhört, da habe ich mir schon jetzt so die Beine gebrochen irgendwie. Ob pumpe ich die ganze Zeit. Oh, jetzt wird es besser anscheinend. Es ist nicht mehr ganz so warm. Vielleicht muss ich Schatten suchen oder sowas, ne? Weiß ich nicht. Hier anscheinend ist es besser. Oh ja. Shelter Command. Ich hätte das gerne als meins. Kann ich hier, wo muss ich machen? Ja. Dankeschön. Das ist meine aktive Base jetzt. Schon sagen, muss er oben eine Tür aufheben. Cool. Was ist das hier? Ah! Eine Kette, eine Kette, eine Kette und auch noch eine Kette. Also unten, ich weiß jetzt nicht inwiefern. Also das können wir ja dann gleich mal anziehen. Was waren?
Jetzt. Ist hier reingefahren? Alter Schwede, ne? Ich habe mich hier erschrocken. Hat irgendwas kaputt gemacht hier? Draußen ist auch ein Generator. Wir sind ja alle kaputt hier. Feuerholz. Müssen ja eh denn noch gucken. Ich wollte hier eigentlich nur ein bisschen einlagern, ne? Beziehungsweise hier mal ein bisschen gucken. Wir haben ja hier Equipment. Ach, das können wir jetzt wahrscheinlich nicht machen. Wie komme ich denn hin? Ah, da. Equipment. Da können wir den zum Beispiel. Ne? Hier. Mann, wir sehen ja. Wir haben ja richtig nice das Gesicht auf einmal. Wir sehen ja mal gut aus. Ach so. Ach ne, eine Säge war ja nur. Was wir einfach so nehmen können. Ihr packt das erstmal so rein. Uns fehlt ja noch an nichts, würde ich sagen. Wir müssen gleich mal auch gucken. Wir werden erstmal im Wald gehen und natürlich so eine Kleinigkeit Cola noch für Erfrischungen. Gleich auch mal gucken, dass wir hier so ein bisschen den Stuff sammeln unten und so weiter. Schon mal ein bisschen gucken, wie, wo, was wir denn für die erste Nacht brauchen. Wir packen das erstmal ein. Okay, das ist ganz gut. Ich gucke hier oben nochmal lang. Ich weiß ja nicht, ob ihr jetzt seht. Ist das eine Schweineherde? Das ist ja süß. So, hier ist irgendwie. Okay. Nicht ganz so viel, aber reicht ja auch. Natürlich hier, wenn die jetzt kommen. Und hier angreifen, bin ich natürlich oben auch ein bisschen auf so ein Serviertellerchen. Aber naja, ist ja jetzt nicht ganz so wild. So, gehen wir mal hier rein. Jetzt haben wir zum Beispiel gar keinen. Ist zwar wärmer geworden, aber er sagt jetzt nicht, dass hier irgendwas scheiße ist. So, was brauchen wir denn für eine Axt, wenn wir jetzt hier eine Axt bauen wollen? So, Werkzeug. Basic Craft. Torch. Das da eigentlich. Also eine Axt haben wir ja oben. Die haben wir jetzt natürlich eingepackt, ne? Equalidiot. Ne, die habe ich unten. Ja, wir holen erstmal ein bisschen normales Feuer, würde ich sagen. Oh, jetzt ist wieder das Zeichen da. Wirkt mir aber auch sehr neu, die Animation. Okay, der haut dann echt nur von einer Seite und dann. Oh shit. Aha. Ich muss sagen, ein bisschen Bark müsste ja auch noch dabei sein. Wir mit dem Messer ein bisschen mehr. Ah, man kann sich jetzt hier auch so ein Wooden-Dings machen. Ne? Wir gucken mal hier so ein bisschen rein. Wir haben hier was zum Anbauen, immer noch unsere Betten und sowas. Ne? Guck mal hier gleich, ob wir hier was noch. Guck mal hier, da haben wir gleich ein bisschen mehr. Also Feuer ist klar, denn hier ist auch nichts neu dazu gekommen. Hier auf jeden Fall eine Heating Station. Aha. Hier. Dieser Basic Card und ein Lock Card, ne? Können wir alles bauen? Brauchen wir nur Räder dazu? Ja, hat jemand ein Rad für mich? Hier am besten anfangen. Oh. Ja, ja, brauchen wir nur Räder dazu, ne? Und dann ist hier schon eins. Geiler Mist, ne? Hätte nicht gedacht, dass hier direkt eins ist, ne? Ja, wir nehmen erstmal hier so die Bäumchen. Das ist ja eh immer so ein bisschen wichtig, ne? Den ganzen normalen Stuff jetzt erstmal einzusammeln. Damit wir später denn uns den großen widmen können, ne? Also klar, muss man dann eh da durchgehen. Aber ich freue mich schon so ein bisschen. Ich finde es immer gut, ne? Besonders, das wird ja hier ordentlich von einer riesen Mannschaft gemacht, das Spiel.
Und wenn das sich denn mal weiterentwickelt, ich glaube, das letzte Update kam im April, das letzte größere, glaube ich, letztes Jahr, noch 2021, Ende des Jahres. Also da ist dann schon so ein bisschen cool eben halt, ne? Da die das dann, oder der Team da dann so weiterentwickelt. So 70% voll. Das geht aber, ne? Ey, da können wir aber tragen wie so ein Lastenvieh, ne? Besonders. Ja. Hier haben wir ja jetzt kein. Oh Gott. Manchmal will er, manchmal nicht. Hier haben wir ja keinen Spind drin gehabt, ne? Ich wollte ja gerne hier noch irgendwie einen Spind drin kloppen. Das könnten wir ja auch lock Chromebar. Wir haben ja gar nichts hier. Können das gar nicht öffnen. Aha. Ich habe aus Versehen T gedrückt. Woher habe ich denn das? Woher habe ich denn die Gasmaske? Ach da. Oh, ah, okay. Kompass, alles, Flashlight. Hier ein Skill. Ein Haustier, stimmt, das gibt's auch, ne? Wir können uns hier irgendwie einen Hund holen. Wie, weiß ich jetzt noch nicht, aber werden wir noch sehen. So, wir werden. Ach ne, Quatsch, hier muss ich das erstmal machen. Und wo können wir denn eine Kiste herstellen? Also Molotow. Hier können wir noch den Bob fangen und so. Denn hier. Hier kann ich Tiernamen geben. Powder. Wooden Shield. Ein Speer. Das könnten wir uns noch ein paar Mal herstellen, denn. Arrow. Kann ich keine Kiste erstmal so herstellen? Wahrscheinlich erstmal so nicht. Wahrscheinlich hier irgendwo. Ich weiß natürlich noch nicht wo. Ich muss das erstmal wieder alles gucken, ne? Wie das hier so war. Hier. Oh, geil. Ey, hier gibt es schon coole Sachen. Hier. Fences. Wooden Floor. Hier kann man hier richtig einen Watchtower noch dazu bauen. Verteidigungsspikes, ne? Das ist, ja. Also der Jude, da brauchst du hier ziemlich viele Lashings, ne? Basic Dock. Base Watch Tower. Ha. Eine Rampe. Garage. Oh, eine Garage kannst du bauen, ne? So. Hier noch den Kühlschrank, das ist klar. Hier, Schränke. Die könnten wir bauen, aber ich will eigentlich normale Holzlatten und die hier. Und ein bisschen Metal Scrap. Okay. Ich guck mal hier bei denen. Ich habe ja jetzt nicht so viel, ne? Ich habe eigentlich gar nichts, ey, fällt mir ein. Oh, geht schon los? Wollte noch gar nichts machen hier. Natürlich jetzt logistikmäßig, ne, wenn man jetzt hier so irgendwas anderes bauen möchte, gar nicht mal so cool. Hoffe, jetzt kommt keiner und haut mich oder so. Also ich wollte ja jetzt hier nicht irgendwas machen, was doof ist, ne? Weder für euch noch für mich. Sterben wollte ich schon lange nicht. Ah, vier bräuchte man. Den könnten wir jetzt bauen. Das klingt ja gut, ne? Da unten läuft einer. Da ist ein Schweinchen oder so. Ich glaube, das wird schon wieder schöner, das Wetter. Jetzt alles dafür würde ich nicht verkaufen, aber ich glaube schon.
wird auch. Da täusche ich mich nicht. Es wird einfach schöner. So, und dann brauchen wir natürlich auch ein. Können wir noch Sticks oder sowas herstellen? Achso, da. Ah, die bräuchte ich dazu. Die machen wir auch mal rein hier hinten. Das hier dann wieder raus. Okay. Dann ist das nämlich vorbei. Und. Aber kein Schweinchen liegt hier. Ah, ich will ja gucken, wo die Schweinchen sind. Ohne Schweinchen, ohne mich. Da lag da mal irgendwas hier draußen. Also der ist da umgefallen. Guck mal kurz hier, ob er was hat. Vielleicht Schmerzen oder so. Oh. Oh. So, freundlicher. Gibt's mir was, ohne dass ich was mache? Dich mag ich. Du brennst noch? Dick mag ich, oh. Achso, du bist noch ein Stein. Aber was soll ich sagen? Ich bin halt verwöhnt. Hier waren da so kleine rosa Schweinchen oder so. Vielleicht sehe ich die ja auch nur von oben. Vielleicht sind es verborgene rosa Schweinchen. Vielleicht gibt es die auch gar nicht. So, ich habe noch ein bisschen Durst, aber die Kohle habe ich ja jetzt nicht mehr bei, ne? Nö, gar nicht bei. Ja, ich hau hier erstmal kurz gegen. Dann müssen wir gleich mal das Wasser suchen. Und dann muss ich mir auch mal ein bisschen gucken, dass man denn was Neues kriegt, ne? Pam, 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 pam. Und hau den Baum, hau, hau ihn um. Ich glaube, dann nehme ich auf den Kopf, ey. Ich muss sagen, dafür, dass ich jetzt hier Stöcke jauen habe ohne Ende, habe ich gar keine gekriegt. Naja, vielleicht war er doof. Hm. Also, nächstes Mal, wenn ich hier Schweinchen sehe, ne, dann renne ich aber gleich runter. Oder was war das, was ich da gesehen habe? Wir hatten doch hier ganz am Anfang drei so eine, wo ich noch meinte, guck mal, das sind drei Schweinchen oder so was, ne? Ist das eine Schweinefamilie? Die sind doch auf jeden Fall, sehen die aus wie Schweinchen. Und ich bin mir immer noch sicher, dass das Schweinchen waren. So. Aber wo ist meine Cola jetzt? Hatte ich nicht ganz am Anfang eine Cola? Wahrscheinlich, keine Ahnung. Kann wohl sein. Aber die Frage ist ja, wo soll die jetzt sein, wenn ich die jetzt nicht hier hätte? Die Cola. Und mehrere Sachen gibt es ja hier nicht. Und hier auch nicht. Das ist natürlich schlecht, weil wir müssten dann ja ziemlich schnell gucken, dass wir hier jetzt nicht gleich abnippeln. Dazu gehört ja natürlich auch, Wasser zu suchen. Ich guck mal kurz hier. Pet fix up. Loot refresh. Oh, da könnte man drücken, jetzt ist schummeln, aber das machen wir natürlich nicht. Wir wollten mal hier Controls. K-Mapping. Sorry. Was hier mein. Worldmap K. K? Ach, guck mal. Wo bin ich hier? Ich weiß gar nicht, wo ich bin. Ich sehe auch gar nicht. Okay.
Wenn ich nichts sehe, dann ist natürlich ein bisschen doof. Vielleicht haben wir irgendwann mal irgendwas, bei dem wir sehen können, okay, da leben wir. Ist ja sowas gerne, ja, das ist ja der hier. Der Teig jetzt verstanden hier. Z, K, L, J. Wo ich einen Kompass raushole. Aber ich weiß noch nicht mal, was Kompass heißt auf Deutsch, ne? Ja, ja, auf Deutsch schon. Auf Englisch. Wohlgemerkt. Ich kann mir nur jetzt merken ungefähr, wie ich laufe. Also bei dir ja welche drin sind, halt natürlich. Oh, Arschkarte, ne? Natürlich Glück haben, da ich hier irgendwas kriege jetzt, ne? Nicht keine Haut, ne? Okay, hier ist schon mal nichts drin. Ist auch nichts drin, ne? Und hier ist nur Benzin drin, ne? Können wir hier aufmachen? Das war eine komische. Ich möchte hier irgendwas haben. Hier ist auch nicht. Ja, ich fand, hier kommst du auch nicht rein. Nö. Ist der hier offen? Weiß keiner. Jungs, Mädels, ich hab richtig Durst. Ja, wenn ich jetzt hier reinkomme, ne? Ja, hier ist wenigstens kein Bösewicht. Zumindest noch nicht. Oha. Gibt's hier auch was zu trinken? Ich hab echt trockenen Hals und so. Du kannst auch meine Bohnen haben. Oh. Die muss ich ja mitnehmen. Ich mache erstmal das hier essen. Vielleicht habe ich ja auch ein bisschen weniger Durst. Ich glaube zwar nicht, aber. Also auf jeden Fall so, das sieht ja auch ziemlich neu aus, ne? Also animationsmäßig. Das hier schon ein bisschen anders als damals. Aber wir haben immer noch nichts zu saufen hier gefunden. War ziemlich tragisch, das muss ich sagen. So, er zeigt gar nicht mehr an, da ich jetzt so durch. Oh. Das ist gut. Das haben wir denn schon mal richtig gut geschafft. Denn erstmal auch eine kleine, ich habe überlebt, Zigarette. Also ich glaube, das brauchen wir jetzt am Anfang nicht. Dann nehme ich lieber das mal. Die Zigarette ist jetzt ja auch so fui bäh, ungesund, der Käse. Können natürlich jeder Hose machen, wie er möchte, ne? Eine Schere ist vielleicht gar nicht so schlecht, ne? Hier können wir nicht reingucken. Hier könnten wir, glaube ich, vor. Ne, doch nicht. Okay. Also ein bisschen was gibt's hier, aber nicht sehr viel für uns. So, das ist jetzt die eine Richtung gewesen. Das ist irgendwie so eine komische Hauptstraße mit diesem Berg. Ich weiß nicht, was das da sein soll, aber hier ist auf jeden Fall mein Türmchen. Ob wir da bleiben, weiß ich natürlich auch noch nicht. Ne? Da wollen wir uns mal ein bisschen überraschen lassen. Aber erstmal lockt es ja ganz okay, hier in der Nähe zu sein. So, den könnten wir denn Hardstick.
Achso, die müssen wir ja auch noch sammeln. Die lagen ja auch irgendwo rum. Da! Ich will mal gucken, ob die abhauen oder ob die sich freuen, mich zu sehen. Okay, die rennen weg. Gut, können sie ja auch. Also, es gibt hier fette Schweine. Natürlich auch ein Bob, denke ich mal. Und viel zu tun. Aber schön wieder hier zu sein. Es hat sich sehr viel verändert. Es scheint wesentlich größer zu sein, die Karte. Wäre natürlich cool, wenn ich irgendwie noch einen Kompass hätte. Aber ich lage erstmal ein. Wir brechen das hier. Wollen wir hier das gleich aufbrechen? Das komm, machen wir mal. Kann ja jetzt laut sein. Ist ja geil. Dann gucken wir da noch rein und dann sagen wir gleich. guck. Was ist denn das hier? Eine Fischleine. Oh, also eine Angelleine. Geil. Cool. Richtig, richtig viel. Das fetzt. Guck mal, so viel Munition schon. Da können wir ja bald ein richtiges Fest machen. Dann haben wir hier Fressen und Munition drin, eine Schere. Ja klar, jetzt haben wir ein bisschen mehr. Das werden wir gleich noch anziehen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann. Ciao, ciao.